Ich habe über die Jahre hinweg viele Projekte gestartet, einige wieder fallen gelassen. Ich bin auf jeden Fall einer von den Menschen, die sehr, sehr viele Ideen hat und immer wieder was Neues starten möchte und manchmal Schwierigkeiten hat, Dinge durchzuziehen. Eine Sache, die mir sehr stark geholfen hat, ist, einen starken oder am besten mehrere Gründe zu definieren, warum man etwas tut. Auf Englisch würde es heißen, ein starkes Why. Mir ist aufgefallen, es gibt Projekte in der Vergangenheit, die ihr Why verloren haben, habe ich dann auch aufgegeben. Und Projekte, die immer noch ein sehr starkes Why haben und gute Gründe, warum man an dem Projekt weiterarbeitet, warum man das weitermacht, die mache ich immer noch. Ich hatte jetzt zum Beispiel, in den letzten Tagen hatte ich eine Idee für ein neues Projekt, was bei mir sehr, sehr oft vorkommt. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, das Erste, was ich mache, ist, mich hinzusetzen und zu sagen, warum ich das machen möchte. Und das ist eine Angewohnheit, die habe ich erst seit einigen Jahren, habe ich früher noch nicht gemacht. Dabei kann ich direkt von vornherein feststellen, ob ich das durchziehe oder nicht. Wenn ich ein starkes Why habe, dann kann ich mich auch committen. Und wenn ich mich zu etwas committe, dann mache ich es auch. Ich dachte mir, vielleicht musstest du das heute gerade hören, wenn du an einem neuen Projekt sitzt. Schreib auf, warum du das machst. Und wenn du dann gute Gründe findest, motiviert es extrem, daran weiterzumachen oder es überhaupt zu starten.